Der Weg in die Scheune war hart und beschwerlich, denn wir haben beim letzten Mal mussten wir über ein paar Leichen gehen. Ein paar Leichen von Wachen, die uns da etwas zu viel aufgespürt haben. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Hier auf dem Kanal alles furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Und wir können Fertigkeiten verteilen oder uns anschauen. Wir gucken mal rein. Also wir haben drei Fertigkeitstypen abhängig von deinem Spielstil und dem verwendeten Werkzeugkasten. Aha. Bewusstsein. Angriff. Raffinesse. Ja, gut. Das ist natürlich bei uns jetzt, glaube ich. Ach doch, ist am meisten ausgebaut, kann das sein? Mit Alchemiewissen. So jedenfalls der Plan. Wir schreiten mal voran. Riechst du das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Da fehlen die Schwestern. Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Will man das überhaupt? So, Treppen hoch. Ich glaube, Treppe hoch ist wahrscheinlich dann, wie es weitergeht. Ich gucke jetzt mal da hinten in die Ecke noch rein. Das war wohl mal Hotel Mama mit ganz vielen Kindern. Die Mama weg war. Und dann konnten die sich nichts mehr selber versorgen. Mit der Betonung auf Knopf. Oh. Alice, du bist es. Ich bin nicht Alice. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Das werde ich. Ruhe nun. Ich versuch's. Gut gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Können wir es aufhalten? Du meinst den Biss? Ja, aber wenn wir Hugo heilen. Die Frage ist, wird das die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Wenn sie hier sind? Sie verstecken sich vor der Sonne und warten. Stimmt, Ratten hatten ja immer das Licht gefürchtet im ersten Spiel. Und noch haben wir ein bisschen Resthelligkeit da. Bitte sag mir, dass es hier ist. Oh Gott! Eine ganze Stadt! Das Symbol! Er ist im Turm! Er muss dort sein! Ach ja? Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Na wunderschön. Sag mal. Das muss ein sehr wohlhabender Mann sein, der sich hier da einen ganzen Turm leisten kann. Und du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Seid ihr von hier? Ja,
Diese Stadt war mal eine Millionenmetropole. Und da sind sie wieder. Ich fürchte, die Batterien sind gleich alle in der Fackel. Wow. Das war nicht klug. Ach komm schon! Was denn? Was denn? Ich bin doch direkt losgelaufen! Wir überspringen das mal. Ich meine, das ist zwar schön animiert, aber... Gut, sagt sie. Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir. Ganz vorsichtig. Wo müssen wir hin? Moment. Hab doch gesagt, sie sind hier. Das sind ja Millionen. Aber wie können es schon so viele sein? Hugo, sie sind wegen ihm hier. Warum wird mir eingeblendet fallen lassen? Ich will hier nichts fallen lassen. Ach, wir haben eine Fackel, das sollte doch eigentlich mal. Also hier ist so ein Kohlefeuer. Sieh nur, sie klettern! Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, Vaudan zu Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Wie Fackel fallen lassen? Wir können diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Da gibt's doch auch schon eine neue. Eieiei. Drecksviecher. Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt bitte. Lukas, wenn die Nacht anbricht... Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. So, nun? Muss es doch eigentlich jetzt auch wieder hier... Ach so, wir haben noch mehr Stücke. Also noch mehr direkte Wege. Ein Glück, dass sie hier überall diese Kohlebecken da aufgebaut haben. Wir müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Gut, noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Moment, sollte ich hier nicht erstmal... Stopp mal, fallen lassen? Kann es sein, dass ich hier erstmal das runterschießen muss? Sollte funktionieren. Es werde Licht. Ja, noch haben wir da gar kein Licht drin. Aber wie kriege ich denn da jetzt Licht rein? Ach so. Ja, sehr gut. Gehen wir, schnell. Die Höhe ist schon besser. Ich
muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Oh, hier wäre es aber theoretisch auch dunkel genug, dass Ratten hier durchflitzen könnten. Wirklich? Ein Balken? Bitte nicht noch balancieren. So. Gut, ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Ah! Lukas! Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich mir passieren. Die andere, die viel besser, als es mir passiert wäre. Aber das ist auch nicht viel besser. Bleib ruhig. Noch ist alles gut. Ja, so. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. So, und jetzt wohl die Leiter hoch. Vielleicht auch noch eine Fackel mitnehmen. Oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. So, hier. Kommt sofort! Nee, Licht gibt's hier gerade nicht. Weiß nicht, wie ich. Ach so, Moment mal, er braucht gerade da drüben das Licht. Verstehe. Erledigt! Danke. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. Wie nur mit einem Stock? Soll ich dir noch einen Stock rüberschmeißen? Und dann macht er Hex-Hex und. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Ach so, ja klar, mit dem Feuer. Der macht jetzt einfach Harry Potter oder so. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Eben. Wie kann er auch nur durch den Balken brechen, ja? Sollen wir weniger zum Morgen frühstücken. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Baudons Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Oh nein! Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Naja, ich meine, er kann die Ratten kontrollieren, der Bruder, ne? Das heißt, er kann da immerhin Nein. sich die so ein bisschen fernhalten. Vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Ja, da vorne ist auch schon wieder ein Kohlebecken. Ich glaube, es ist wohl offensichtlich, was hier gleich wieder passieren wird. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Verlasse den Untergrund. Was haben wir denn hier? Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Ja, unsere würden da gar nicht so auffallen. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Wow. Oh nein, hörst du das? Oh nein, bitte nicht. Gut, wie viele das sind. Wir stecken fest, Lukas. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Senkt die mittlere Plattform ab. Okay. Also wir können hier rechts erstmal weiter. Vielleicht geht's da ja. Da geht's nur zu den Ratten runter. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Und wie?
Ach, da oben, das Fleisch. Gut, aber das wird nicht genügen. Ja, vor allem, das wird auch nur bedingt halten bei so vielen Ratten. Was? Erst darf ich runter, hab die abgelenkt und dann sterbe ich direkt? Von einer Ratte? Ach so, das wird nicht genügen, hat sie ja gesagt, ne? Gut. Zuhören. Bin noch irgendwo was? Ach, Moment, ich kann mich... Ach, da muss ich rüber. Alles klar, an der Wand entlang schleichen. Danke, Lukas. Schön, dass wir da die Ratten hingelockt haben. Vielleicht gibt es noch einen Nachschlag. Achso, da ist auch nochmal was. Okay. Sie mögen. Ekelhaft. Sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Und? Was ist drin? Ich muss das mal aufmachen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Ja, jetzt geben wir uns die Binde hier. Kippen wir uns einen in die Binde. Unser letztes Abendmahl in Form von flüssigem Brot. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Das ist Schwefel, oder? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine LB? Kurbel. Ach, für die Kurbel. Da ist ein Aufzug. Geht's dir gut? Er bleibt... Ja, selten so einen Spaß gehabt. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Klar doch. Ach, er muss es tun. Moment mal, stopp mal. Halt, halt, wenn es ein Aufzug ist. Ach, oder wir steigen einfach von oben drauf und dann? Ach nee, wir gehen einfach nur drüber. Bereit. Oh. Das Wägelchen. Das Wägelchen brauchen wir. Wir verschwenden Zeit. Nee, das dauert jetzt einfach nur ein bisschen. Ach, Moment, vielleicht soll ich da nicht unbedingt draufstehen, wenn das Ding runterkracht? Lass es bleiben. Natürlich. Los, schneller! Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey, eins nach dem anderen. Ja. Oh. Ja, genau. Vor allem muss ich erst mal das Wägelchen hier. Das ist wie so ein Einkaufswagen. Keine Ahnung, in welche Richtung der dreht. Könnt ihr auch mal mithelfen hier, der Kollege. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Gut, wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv, misch sie. Ignifer, einfach großartig. Ein Lebensretter. A gedrückt halt zum Herstellen. Einmal, zweimal, dreimal. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Wow! Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Da oben ist eine Kurbel. Und da hinten ist auch noch eine Kiste. Achso, ja klar, wir haben jetzt das Ignifer. Boah, ganz schön viele an
antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Gut, mehr Alkohol. Für Nachschub ist gesorgt. Ach, da oben ist auch nochmal was. Aber das... Ich, ja, ich verstehe. Da muss jetzt... Muss da oben das noch weg hier? Oh, da sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Jeder Effekt kann mit einem Topf kombiniert werden. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Hat der jetzt da Wellentopf mit RS aus? Hä? Das hier, oder? Die Idee war großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Oh, das war jetzt aber mehr so ein Strohfeuer. Jedenfalls haben wir die erste Kurbel. Und noch eine Kiste. Mit noch mehr Alkohol und noch mehr Schwefel. Wie war das? Er kann es doch machen, oder? Geht klar. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Ach, da ist die andere Kurbel. Okay. Also, dann hoffentlich brauchen wir jetzt nicht noch seine Ratschläge. Dann sind wir aufgeschmissen. Käfige. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Vielleicht Katzen. Aber bei denen... Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Wo ist denn das? Ich muss da jetzt noch ein bisschen was craften. Okay. Jetzt habe ich aber das Problem. Da ist ja immer noch nicht... Moment, da fehlt ja immer noch irgendwas. Achso, ich brauche so einen Topf wieder. Was ist da hinten? Ach, da ist auch nochmal eine Kiste. Und da könnten wir jetzt mit dem Fleisch vielleicht hinkommen. Ich hoffe mal, die Gute hat genug Taschen dabei. Und die Taschen sind auch möglichst tief. Auf zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Ja, alles ja, klar, ja, Lukas. Bin soweit. Warten wir mal kurz. Weil da ist noch Munition. Ne, Munition ist jetzt alle. Wie drehe ich da jetzt? Achso, Y gedrückt halten. Gott sei Dank. Das heißt, wir flitzen da jetzt runter. Los! Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell! Oh. Stabil! Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Und Alkohol. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja. Aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen. Ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht.
Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Stopp mal. Da vielleicht. Nee, okay, keine Nebenräume. Aber wir könnten dann nochmal schnell schauen. Da hinten, nee. Ich glaube, das Spiel ist an sich einfach auch wieder relativ linear, genauso wie der erste Teil. Wobei der erste Teil, der hatte noch so Collectibles, also da musste man sich tatsächlich oder konnte man sich auch hier und da noch ein bisschen umschauen. Und ich weiß auch nicht, ob man diese ganzen Erinnerungen alle bekommt, wenn man ja, der Turm. Sich nicht umguckt. Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Ja, hier wohl eher nicht. Das ist Gitter. Ein Gemüsegarten. Ruf sie nur. Oh, da oben ist was. Amicia, das musst du sehen. Es wird dir gefallen. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Ach ja, stimmt ja. Man konnte ja für Hugo immer Pflanzen bzw. irgendwas mitnehmen. Da ist auch nochmal eine Kiste. Da kommt man dann mit Sicherheit weiter. Moment mal. Schauen wir doch erst nochmal nach oben. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten diesen Ort für sicher? Ein Messer, sehr schön. Das heißt, wir können auch wieder einen ungestört wegmetzeln. Oder uns einmal mehr zur Wehr setzen, wenn wir entdeckt werden. So. Ah ja, wir sind dem Turm tatsächlich schon deutlich näher gekommen. Mir nach. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Und sicherlich ist es auch ein Riese, sonst würde er ja keinen so einen Riesenturm haben. Oh, die Musik. Die Musik sagt, wir kriegen gleich wieder Verstärkung. Also in feindlicher Form. Und dass ich da einen Tisch habe, unter dem ich verstecken kann. Das ist auch äußerst merkwürdig. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arnaud. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Was haben wir denn da hinten? Da leuchtet noch was. Aber ich sehe natürlich jetzt auch nicht, was hier oben da passiert. Sieht jedenfalls auch aus wie ein Fensterchen. Ach nee, der ist da in die Tür rein. Okay. Hier ist Niederholz. Dann weiß ich doch, dass ich gleich Party habe. Nichts. Ein Toter. Er wird das dann sicher hier. Bleib in Sicherheit. Oh Gott, der hat mich ja wirklich, der hat mich gesehen, oh nein. Ne?
Hey, ich hab doch Y gedrückt. Für kontern. Wieso? Oh nein, da ist ja noch einer. Ich hab gedacht, es ist nur einer. Na gut, wir machen Folgenpäuschen. Beim nächsten Mal versuchen wir das erneut. Es hört auf, wie, ja, wie die Folge fast begonnen hat. Oder wie die letzte Folge eigentlich so stark geendet ist. Also, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal machen wir das ganz sicher besser. Ich verspreche es euch. Tschüss.